Erste Frage: Faktorisiere das Polynom z hoch 6 minus 1 in Polynome mit reellen Koeffizienten ersten oder zweiten Grades. Zweite Frage: Gib die komplexen Wurzeln z1, z2 bis z5 dieses Polynoms in algebraischer oder in trigonometrischer Form an. Dritte Frage: Wie viel ergibt die Zahl w, die durch diese Summe definiert ist? In dieser Differenz erkennen wir die Differenz von zwei Quadraten, denn z hoch 6, das ist dasselbe wie z hoch 3 hoch 2 und 1 ist dasselbe wie 1 hoch 2. A Quadrat minus b Quadrat, das ergibt a minus b mal a plus b. Und in diesen beiden Faktoren erkennen wir wiederum binomische Formeln, weil 1 dasselbe ist wie 1 hoch 3. Hier haben wir a hoch 3 minus b hoch 3, das macht a minus b mal a Quadrat plus ab plus b Quadrat. Und hier haben wir a hoch 3 plus b hoch 3. Das macht a plus b mal a Quadrat minus ab plus b Quadrat. Und somit haben wir diese Differenz in gewünschter Form faktorisiert. Halten wir diese faktorisierte Form hier fest. Betrachtet man sich dieses Polynom fünften Grades genauestens, so erkennt man, dass dieses Polynom multipliziert mit z minus 1 genau diese Differenz ergibt. Warum? Weil, wenn wir hier dieses z verteilen und dann auch noch minus 1 verteilen, so erhalten wir diese Rechnung, in der alles wegfällt, außer der erste Term und der letzte Term. Dieses Produkt ist also gleich zu z hoch 6 minus 1. Halten wir diese Antwort hier fest. Wir suchen die fünf Wurzeln von diesem Polynom. Also suchen wir die fünf restlichen Wurzeln von diesem Binom, wohlwissend, dass 1 eine Wurzel ist. Also bestimmen wir die fünf anderen Wurzeln von diesem Binom. Dazu stellen wir das Ganze in der komplexen Ebene dar. Wir wissen, dass 1 Wurzel von diesem Binom ist. Und wir wissen auch, dass die fünf anderen Wurzeln sich in der komplexen Ebene auf diesem Kreis gemäß einem regelmäßigen Sechsecks verteilen. Also diese Lösung Z1, das ist 1 mal Sis von Pi Drittel, also Sis Pi Drittel. Dieses Z2, das ist Sis 1 Pi Drittel, 2 Pi Drittel. Z3, das ist Sis von 3 Pi Drittel, also Sis von Pi, das heißt minus 1. Z4, das ist Sis von 4 Pi Drittel. Und Z5, das ist Sis von 5 Pi Drittel. Diese fünf grünen Lösungen sind also die gefragten Wurzeln von diesem Polynom. Jetzt kommen wir zur Frage 3. Hier wird gefragt, wie viel diese Zahl ergibt. Aber die Zahl z1 ist eine Wurzel von diesem Binom, was also bedeutet, z1 hoch 6 minus 1, das macht 0, oder auch z1 hoch 6 macht 1. Also z1 hoch 6, das ist 1, deshalb schreiben wir z1 hoch 30 in die Form z1 hoch 6 hoch 5. Da die sechste Potenz von Z1 1 ergibt, erhalten wir hier 1 hoch 5. Genau dasselbe machen wir mit den vier anderen Wurzeln Z2, Z3, Z4 und Z5. All diese Wurzeln hoch 6 ergibt jedes Mal 1. Also ergibt die Zahl W 5 mal die 1, das heißt 5.
Und somit haben wir alle drei Fragen vollständig beantwortet.